Mann, am liebsten würde ich jedem einzelnen Brauer, den ich gerne habe, sein Bier abkaufen. Aber ob das dann am Ende noch als geschäftstüchtig bezeichnet werden könnte, das ist, steht dann zur Debatte. Also ich befürchte, das geht halt immer nicht. Ne? Ja. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Das war Gerrit Lerch vom Galopper des Jahres in Hamburg. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch sehr herzlich zur mittlerweile 82. Folge. Dies ist eine Sonderfolge. Wir erscheinen außer der Reihe, denn es gab verschiedene Anlässe, das zu tun und wir haben uns hinreißen lassen. Ja. Diese Sonderfolge können unsere Supporter und Follower früher hören als der Rest der ganzen bierinteressierten Horde da draußen. Und die wächst und wächst, das freut uns sehr. Aber vielen Dank für euren Support an dieser Stelle. Und diese Sonderfolge hat den Anlass, dass zum einen ein für Hamburg sehr wichtiges Bier, nämlich das Prototyp, von der Kehrwieder Kreativbrauerei, seinen 10. Geburtstag feiert. Genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass unsere Kollegin Mareike Hasenbeck jetzt gerade ein ganz tolles neues Buch veröffentlicht hat, nämlich Bier unser. Mit der haben wir auch gesprochen. Und die wiederum hat in ihrem Buch unter anderem die Kehrwieder Kreativbrauerei erwähnt, nämlich gleich als erstes bei der Vorstellung der Brauereien. Und nun haben wir uns gedacht, da kommt so viel zusammen. Ja, und warum ist der Gerrit Lerch am Anfang? Weil der nämlich der Mann ist, der den Laden auch seit gut 10 Jahren hat. Nämlich im August ist er seit 10 Jahren da, der Galopper des Jahres auf dem Schulterblatt in Hamburg. Und der hat von Anfang an den Prototyp von Kehrwieder am Hahn gehabt. Wir variieren im Podcast selber auch die Artikel. Der okay. Prototyp, das Prototyp. Ich glaube, es heißt das Prototyp. Naja. Wegen das Prototyp Bier. Hm. Ich sage aber selber auch zwischendurch der Prototyp. Ist mir beim Transkribieren aufgefallen. Mhm. Übrigens, kleiner Hinweis an dieser Stelle, transkribieren, wir haben ein Transkript, sprich das transkribierte Interview für jede Folge dieser Podcast-Serie auf unserer Homepage namens www.hopcast.de hinterlegt. Dort findet ihr zu allen Folgen auch Fotos und weiterführende Links und andere Infos, die in diesem Podcast fallen. Nur das nochmal zur Info, falls ihr das noch gar nicht mitbekommen habt. Also, es gibt eine Menge Sachen, die vorgefallen sind. Deshalb gibt es diese kleine Sonderreihe, diese kleine Sonderfolge. Und wir möchten starten mit Mareike Hasenbeck, oder? Ja, würde ich sagen. Die haben wir tatsächlich heute Morgen angerufen. Und ich finde, sie klingt ganz frisch, oder? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, ihr zwei? Du alles klingst gut? Ja schon richtig frisch. Oh, naja, geht so. Ein bisschen erkältet bin ich, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht schlimm, solange ich sprechen kann. Ja, wir haben gesehen in den sozialen Medien, dass du eine schöne Release-Party beim Giesinger in München gemacht hast. Ganz genau, weil Giesinger Bräu kommt natürlich auch in meinem Buch vor, weil die auch eine einzigartige Geschichte zu erzählen haben. Und die haben einen schönen Eventraum, also das lag eigentlich auf der Hand. Ja, genau. Giesinger war auch Teil unseres Podcasts. Ich fand es auch sehr beeindruckend, was der mit Hilfe der Crowd da alles auf die Beine gestellt hat. Ja, aber das auch mal erzählt. Ich glaube, er hat inzwischen eine Crowd irgendwie von wirklich 8000 festen Fans oder so. Verrückt, oder? Ja, ist schon Wahnsinn. Okay, aber wir wollen ja gar nicht nur über Giesinger sprechen, sondern über dein Buch. Ja. 10 Jahre feiner Hopfen, irgendwie wurde es auch Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich schon länger die Idee gehabt, mal ein Buch zu machen. Das war irgendwie schon immer so mein Traum. Aber irgendwie, ihr gewisst es, wenn man selbstständig ist, man hat irgendwie nicht immer so die Zeit dazu. Und das war dann jetzt mit Corona natürlich. Da ist natürlich ein bisschen was weggefallen. Und dann kam der Kalbei Verlag und hat mich gefragt, ob ich ein Bierbuch machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist sehr cool. Und ich habe bei denen sogar nach dem Studium schon mal gearbeitet, allerdings in einer Zeitschriftenredaktion. Und ich wusste aber schon, dass die so hochwertige Tablebooks machen und dann war das eigentlich für mich relativ schnell klar, als auch die Konditionen standen, dass ich das mache. Super, hochwertig beschreibt es tatsächlich wirklich ganz gut. Also es ist ein ganz tolles Buch, liegt ganz toll in der Hand und wahnsinnig gute Fotos, also wirklich ja. Sehr schön anzusehen.
Ja, vielen Dank. Sowas freut mich natürlich auch immer, wenn Kollegen das sagen, dass das Buch ihnen gefällt. Das ist natürlich auch nochmal ein großes Lob, wo ich mich sehr, sehr freue. Vielen, vielen Dank. Du schreibst es ja selber in deinem Vorwort. Es ist total schwer, diese schöne Bierszene zwischen zwei Buchdeckel zu packen. Mhm. Wie bist du denn bei der Auswahl vorgegangen? Und wo entfiel dir die Entscheidung am schwersten, an welchem Punkt, wer reinkommt und wer nicht? Ja, also es war wirklich super schwer, weil ihr wisst es auch, die Bierszene ist einfach so spannend. Es gibt so viele tolle Protagonisten, so viele spannende Charaktere, die auch hervorragende Biere machen und auch tolle Geschichten zu erzählen haben. Aber ich musste mich auf 20 begrenzen und dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Liste gemacht und habe dann wieder gestrichen und wieder jemanden drauf. Dann waren es natürlich viel zu viele. Dann habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt machen? Und naja, ich musste dann eine Entscheidung treffen und habe mir dann gedacht, ich versuche einfach eine Mischung zu finden aus traditionellen Brauereien, aus verrückten Brauereien, aus ganz ungewöhnlichen Brauereien. Da eine Mischung irgendwie zu finden, aber wichtig war dabei, dass wirklich jeder davon eine eigene Brauerei besitzt, damit natürlich auch schöne Fotos gemacht werden können, dass jeder eine eigene Geschichte zu erzählen hat. Also es ist ja jetzt zum Beispiel auch die Bayerische Staatsbrauerei Weinstephan mit drin, die ja die älteste Brauerei der Welt sind, was natürlich hier schon mal sehr, sehr gut ist, aber was die wenigsten wissen, ist, dass die Weinstephaner, auch wenn sie sehr traditionell sind, auch total viele Collabs international machen, zum Beispiel mit Nöneö, mit Poyala, das sind ja alles Namen, die man in dieser Craft-Szene, in der modernen Szene kennt oder auch mit Sierra Nevada, und das finde ich einfach total beeindruckend. Und so entstand dann einfach eine Liste von Brauereien, wo ich gesagt habe, okay, wirklich jede davon kann ihre individuelle Geschichte erzählen. Die macht Spaß zu lesen. Und es ist nicht, dass jeder wirklich zu Hause angefangen hat in seiner Garage und sein eigenes Bier gebraut hat, weil das ist ja so der typische, der gängige Weg, was wir so kennen in der Craft-Bewegung. Und das wollte ich halt bewusst nicht, weil es ist ja sonst langweilig für die Leser, wenn jede Geschichte irgendwie gleich startet. Ja, absolut. Und es sind auch ein paar schöne, also so, sagen wir mal, für die Szene ungewöhnliche Sachen dabei, so wie Einbeck oder sowas. Das ist auch mal ganz schön zu sehen. Ich meine, klar, alle kennen Bockbier und da mal zu sehen, wo es herkommt oder so ursprünglich, ist ja auch sehr schön. Genau, weil die meisten denken tatsächlich immer noch, es kommt aus Bayern. Ja, das ist, weil ihr da unten immer alles komplett vereinnahmt. Irgendwie so. Ihr habt ja bestimmt noch die Currywurst erfunden, oder? Auf jeden Fall. Den Hamburger. Aber die Pizza. Genau, alles. Aber da ist auch eins der schönsten, also nicht eines der schönsten, aber eines der Fotos, das ich persönlich tatsächlich ganz bezaubernd fand. Das ist dieser hochmotivierte Mitarbeiter im Einbecker Brauhaus, der in der Füllerei arbeitet. Das finde ich. Es ist ein wunderschönes Foto, also wenn ihr euch dieses Buch, wenn ihr euch das anschaut, es ist um die Seite 160, das ist schon ganz toll. Der Mann arbeitet nicht erst seit gestern da. Ja, das stimmt. Aber ich finde auch gelungene Bilder vom Steffen Marx von Giesinger zum Beispiel mit dem Schaum an der Lippe und so. Also da haben die Fotografen auch wirklich ein gutes Auge tatsächlich gehabt, finde ich, um da auch mal ein bisschen andere Bilder zu machen. Ja, genau. Und es ist wirklich, eine Brauerei kann ja viele Geschichten erzählen und eine Geschichte, die ja auch immer weiter wächst. So ein Buch ist ja eigentlich immer so ein Stand der Dinge sozusagen, ne? So ein Protokoll der jetzigen Szene, weil die verändert sich ja auch immer, ne? Wie fühlst du das? Weil das, was jetzt in diesem Buch ist, kann ja schon nächstes Jahr ganz anders sein. Ja, definitiv. Also ich musste die ganzen Texte ja schon vergangenes Jahr Anfang September abgeben. Und in der Zwischenzeit hatte mich dann Flügge noch angerufen, die ich eigentlich auch geplant hatte, dass sie leider zu Ende des Jahres aufgeben. Dann musste ich mir wieder was anderes überlegen. Und wenn ich jetzt hinten, oder ganz hinten im Buch, habe ich ja auch noch mich durchgerungen und durchgesetzt, dass wir noch eine Liste machen können mit 50 weiteren Brauereien, die man kennen sollte. Wenn man da jetzt reinguckt, dann gibt es den einen oder anderen, der hat jetzt auch vor kurzem bekannt gegeben, dass er leider nicht mehr existiert. Also da ist natürlich Bewegung drin, aber das kann man natürlich im September nicht wissen, was jetzt im März passiert. Aber wie du schon sagst, es ist eine stetige Bewegung und gucken wir mal, vielleicht wird es irgendwann eine weitere Auflage oder ein anderes Buch geben. Da steht dann vielleicht schon wieder was ganz anderes drin. Du bist ja wirklich Teil dieser Szene schon von Beginn an. Und dieses Buch zum jetzigen Stand, wie beurteilst du denn jetzt gerade die Szene? Zu welchem Zeitpunkt kommt denn dieses Buch heraus? Also ich bin der Meinung, dass eigentlich jetzt so langsam es wieder losgeht. Ich meine, mit Corona die Jahre, das war jetzt natürlich schon eine dramatische
alle Brauereien eigentlich, weil es keine Festivitäten gab, es gab kein Fassbier. Viele haben aber natürlich doch zugelegt, eben durch den Online-Verkauf, was natürlich sehr schön ist. Und ich bin der Meinung, dass genau jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, weil jetzt kommen wieder diese Bierfeste, diese Craft-Bierfeste. Es gibt jetzt wieder Tap-Takeovers. Und eigentlich ist es genau jetzt die richtige Zeit, um einfach zu zeigen, so Leute, es geht jetzt wieder aufwärts. Weil ich immer noch der Meinung bin, was ich auch aus vielen Gesprächen höre, dass in dieser modernen Bierszene, es liegt so viel Potenzial. Vielleicht müssen nur nach Corona jetzt sowohl die Konsumenten als auch die Brauer wieder so ein bisschen aus ihrem Dämmerschlaf aufwachen und dann bin ich der Meinung, dann geht's wieder nach oben. Sehr gut, schön positiv nach vorne gucken. Definitiv. Das Buch strahlt. Also ich bin da immer sehr positiv. Ich versuch's zumindest. Ich muss auch sagen, das Buch strahlt sehr viel positiven Vibe aus oder positive Vibes aus. Das ist schon. Ja. Also man bekommt Lust, die auch alle zu besuchen, diese Brauereien, wenn man das durchblättert. Ja, auf jeden Fall, weil halt eben auch, als du es aufgeschlagen hattest, hast du gesagt, es ist so ein bisschen magazinig fast von der Aufmachung her, weil in den Storys halt so viele Fotos drin sind und das macht es so lebendig. Mhm. Das finde ich halt so toll, irgendwie, dass man da gleich irgendwie mehr drin ist und einen ganz anderen Draht zu den Leuten kriegt, als wenn man da nur ein Foto sehen würde. Ja, meine Intention war es auch ein bisschen, dass es quasi eher so ein Lifestyle-Produkt ist, als ein Werk für nur Nerds oder sowas, weil klar, ich hoffe, dass sich die Bier-Nerds das auch kaufen und dass sie sich auch dran erfreuen, aber ich glaube, von vielen ist es auch einfach die Intention zu sagen, okay, wir müssen einfach noch mehr neue Konsumenten gewinnen, die einfach Lust haben, mal wieder ein gutes Bier zu trinken und das war so ein bisschen auch mein Ziel damit, dass man die Geschichten halt so auch schreibt oder auch diesen Serviceteil, der hinten noch drin ist, wie brauche ich Bier, das ist natürlich jetzt nicht, welche Alpha-Amylase macht was oder welches Enzym passiert jetzt, macht jetzt sonst irgendwas beim Brauprozess. Glücklicherweise ist es so nicht. Sondern es soll einfach so ein anderes quasi sein oder wie verkoste ich Bier, dass Leute, die vielleicht irgendwo vorbeilaufen im Buchhandel und sehen das Buch und denken sich, ah, das ist ja interessant, gucken einmal rein und denen gefällt vielleicht die Aufmachung und dann nehmen sie es mal mit und erfreuen sich einfach dran und haben vielleicht dann Interesse plötzlich an solchen Bieren oder an den Brauereien. Wie ist denn der Titel entstanden, Bier Unser? Bier Unser kommt tatsächlich nicht von mir, das kommt vom Verlag. Ich war ehrlich gesagt am Anfang nicht so begeistert davon. Inzwischen kann ich mich aber damit arrangieren. Es soll halt eine Wertschätzung quasi vom Thema Bier sein. Und der Verlag hat ein Buch, das heißt Burger Unser. Und jetzt reiht sich eben Bier Unser vielleicht in eine neue Serie des Verlags ein. Ah, alles klar, das macht Sinn. Man muss überall Kompromisse machen. Mareike Hasenbeck ist ja jetzt auf Tournee ein bisschen, ne? Also du hattest jetzt schon eine kleine Vorstellung, also eine größere Vorstellung am gestrigen Tag beim Giesinger. Und was erwartet denn unsere Hörer und Hörerinnen mit dir in den kommenden Tagen? Und also was ich auf jeden Fall schon sagen kann, dass ich am 24. April bin ich in Berlin für ein Event und am 25.04. bin ich in Hamburg für ein Event. Weiß ich nicht, alles festgeschnürt, aber ihr werdet auf jeden Fall alle Bescheid bekommen und ich würde mich freuen, wenn ich euch alle da treffe und wir gemeinsam ein Bier trinken. Ah, sehr schön. Du bist am 26.04. aber auch in Hamburg bei Beyond Bier macht ihr die Online-Blindverkostung, ne? Habe ich gesehen. Ganz genau. Der Max hatten und ich haben natürlich gleich die Chance genutzt, wenn wir uns mal wieder sehen, weil viele tatsächlich gefragt haben, wann wir mal wieder so eine Online-Verkostung machen, so eine Blindverkostung. Und dann hat Max gesagt, komm, wir machen das einfach im Beyond Beer. Das ist doch cool. Wir verkaufen auch ein paar Tickets, dass die Leute auch live mit dabei sein können. Wie jetzt der aktuelle Stand ist, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das wird auch wieder ganz lustig. Das ist doch super. Ja, das ist, fand ich eine ganz lustige Geschichte. Das habt ihr ja auch als Vorbereitung auf die Biersommelier-Weltmeisterschaft gemacht, wo du ja beste Bronze. Teilnehmerin unter den Frauen geworden bist, ne? Bronze, ja, genau. Oder? Genau, super. Und das fand ich auch immer ganz spannend. Also das habt ihr dann ja online gemacht. Ich erinnere mich noch, dass deine Mutter dir dann immer die Biere gegeben hat. Ja, es war schwierig zu Corona. Das ist Familie. Die geht mit einem durch dick und dünn. Die Bronzemedaille war das nicht bei der Welt. Es war bei der deutschen Meisterschaft. Genau, richtig. Damit ich hier keine Fake News in die Welt setze. Ja, die steht ja jetzt dann, glaube ich, schon wieder an dieses Jahr im Herbst irgendwann, die deutsche Meisterschaft. Bin ich mal gespannt, was da passiert und wer sich da durchsetzt. Also, Mareike Hasenbeck ist auf Tournee. Die besten Infos kann man wahrscheinlich bekommen über Facebook oder wo kann man die aktuellsten Infos diesbezüglich bekommen? Ich werde die überall posten, auf Instagram auf Feiner Hopfen, bei Facebook auf Feiner Hopfen und wahrscheinlich werde ich es auch auf feinerhopfen.com stellen, damit so viele Bierfans wie möglich kommen und wir gemeinsam Bier trinken können. Und es wird auch vor allem in Hamburg wahrscheinlich ein paar Überraschungen geben. Also ich bin
bin sehr gespannt, aber das darf ich leider noch nicht verraten. Das sind ja Überraschungen. Genau. Ich weiß nicht, ob die Hamburger und Hamburgerinnen damit um können. Mit Überraschungen. Ja, hoffentlich. Gut, wenn die Bayern in diese Stadt einfallen, die bringen immer Überraschungen mit. So soll es sein. Zum Beispiel ein Buch. Genau, ganz genau. Liebe Mareike, danke, dass du die Bierszene mit diesem wunderschönen Buch bereichert hast. Und für die tollen Tipps, die da auch drin sind, das inspiriert auch uns. Und danke, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja, schon früh, aber. Ja, kann man sagen, ne? Genau. eigentlich noch keine Zeit, um über Bier, genau. Eigentlich noch keine Zeit, um über Bier zu sprechen oder es zu trinken, aber immerhin. Naja, morgens wäre eigentlich die beste Verkostungszeit, weil die Geschmacksnerven noch nicht beeinflusst sind. Aber nein, ich habe auch einen Kaffee vor mir stehen tatsächlich. Sehr gut. Irgendwann wird die Nummer auch ungesund sonst, ne? Genau. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, da muss man schon aufpassen, das darf man nicht vergessen. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit dem Buch und bis bald. Ja, ganz lieben Dank euch. Ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg. Ja, wir versuchen es. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hopcast, komm, wir reden über Bier. Hopcast, denn wir alle lieben Bier. Hopcast. Ich hätte gedacht, du kreierst für Mareike einen bayerischen Jingle. So, hättest du dir also gedacht, ja. Mit so Blasmusik oder so. Das kann ich ja das nächste Mal machen. Da würde sie sich bestimmt freuen. Vielleicht freut sie sich aber auch, dass du das jetzt nicht geschafft hast. Lass uns zu Gerrit übergehen. Gerrit Lerch, der ist ja schon richtig lange als Gastronom unterwegs. So seit 98, glaube ich, hat er im Interview gesagt. Hm. Hatte schon vorher 2 tolle Läden und hat dann vor 10 Jahren den Galopper, da auch wieder ein Artikelproblem. Wir sind die Folge mit den Artikelproblemen heute. Den Galopper des Jahres im Haus 73, oder? Richtig, das ist der vollständige Titel. Er wird auch gerne Galopper 73 genannt, um es zu verkürzen. Habe ich noch nie gehört. Aber egal, du hast vollkommen recht, Galopper des Jahres im Haus 73. Da ist auch noch ein Club hinten drin. Und vorne ist eine tagsüber ein Café, dann ist es auch eine Bar und es ist eine Craft Beer Bar. Das ist ein lustiger Hybrid. Ja. Und dort wird schönes, gutes und auch viel Bier ausgeschenkt und dort haben wir ihn besucht. Aber bevor wir gleich springen, würde ich sagen, gießen wir uns auch schon mal ein Bierchen ein. Es ist das Bier mit dem, nein, es ist nicht das Prototyp, es ist das Bier, mit dem Gerrit Lerch sich gerne einbalsamieren lassen möchte. Ja. Das schon mal als kleiner Cliffhanger. Und über das sprechen wir auch gleich. Da sagen wir, dass wir hoffen, dass wir es geschickt bekommen haben. Und siehe da, sie haben es uns geschickt. Endlich mal eine Geschichte mit Happy End. Und den Anfang der Geschichte, den hört ihr gleich. Außerdem haben wir mit Gerrit gesprochen. Klar, über die Bierentwicklung in Hamburg, über die Entwicklung der Szene aus seiner Sicht. Wie er das so managt mit Brauereiverträgen, Bier und Bierverkauf in seinem Laden. Warum er Hobbybrauer so mag. Und wie er überhaupt zu diesem Craft-Bier gekommen ist. Viel Spaß. Der Prototyp wird 10. Und du warst einer der Ersten, der dieses Bier am Hahn hatte. Ich las, du wirst sozusagen als Onkel dieses Bieres bezeichnet. Das finde ich ganz freundlich, dass man mich nicht als Opa dieses Bieres bezeichnet. Ja, also das ist tatsächlich, ne? Also wir haben der Laden ist 10 Jahre alt und genauso lange hängt es bei uns am Hahn. Also der Prototyp ist tatsächlich wahr. Also beides feiert sozusagen jetzt im März. 10-jährigen, also Jubiläum? Nee, also wir feiern, wann feiern wir denn eigentlich? Ich glaube, im August haben wir den Laden aufgemacht. Mhm. Also August 2013. Mhm. Ja, und genau, und seitdem haben wir dieses Bier immer am Hahn. Ich würde sogar jetzt mich versteifen zu sagen, es ist das einzige Bier, was wir seitdem immer fest am Hahn hatten. Wie kommt das? Also erstens, das kommt daher, weil ich Fiete und, also damals war es ja noch Fiete und Olli gemeinschaftlich. Ich habe über die mal einen Artikel gelesen im Hamburger Abendblatt.
und fand das hochinteressant. Ich habe mich, guck mal, da ist der gerade. Das ist lustig, oder? Das ist tatsächlich lustig. Das war wirklich, also Fiete kommt gerade in den Laden rein und ich habe gerade seinen Namen erwähnt. Das ist schon echt sehr lustig. Also, genau. Ich las über die beiden Artikel im Hamburger Abendblatt und habe mir gesagt, die muss ich unbedingt mal kennenlernen. Ich wusste ja schon, dass ich einen Laden aufmache, der sich mit Craft Beer beschäftigen möchte. Oh, jetzt kommt auch noch. Jetzt kommt das Bier auch noch hätte. Herrlich. Vielen Dank. Herrlich sieht es aus, ne? Ja, dann machen wir nochmal hier Stößchen nebenbei. Ja, ne? Prost, ihr Lieben. Prost. Wohl sein. Prost. Prost. Das perlt aber auch wieder so weg, ne? Ja, schmeckt schon seit über 10 Jahren, ne? Ja. Ja, ist gut. Ja, und also so kam das eigentlich mal, dass ich da so dachte, zwei ganz coole Typen, die ich da gesehen habe, das war eigentlich ein Artikel über noch andere, die sich in der Craft-Beer-Szene, in der sehr jungen Craft-Beer-Szene, ja damals 2011 war das nämlich schon, sich da irgendwie tummelten. Und ja, ich habe mir dann gedacht, die möchte ich gerne mal kennenlernen. Und wenn es dann losgeht hier bei uns im Laden, dann so möchte ich vielleicht mit denen was gemeinschaftlich machen. Dann habe ich die, genau, als der Galopper dann startete, kurz davor, ein halbes Jahr davor, habe ich sie besucht. Und gebraut? Nee, die haben, ich habe sie besucht, da waren die eigentlich ja auch noch relativ frisch dabei. Ne? Da hatten die einen Finkenwerder. Hatten sie ihre Brauanlage hingestellt. Die Brauanlage sah geil aus, muss man sagen, sah so ein bisschen aus wie irgendwas, was Daniel Düsentrieb gebaut hatte. Weil das hatte eigentlich nichts zu tun mit so einem normalen Ding, die man zum Bierbrauen braucht. Aber die beiden Bastelköppe hatten das irgendwie so hingekriegt. Und ich weiß auch gar nicht genau, ob die Anlage überhaupt irgendwann mal funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also erzählten dann ja auch, dass sie das Bier woanders brauen. Es war ja auch völlig legitim. Und dann saß ich da in Finkenwerder auf irgendeinem alten Fass und habe mich da mit den beiden Jungs unterhalten. Und irgendwie haben wir zueinander gefunden. Das passte auch gleich. Ne? Super, sehr gut. Und dann also im August dann aufgemacht. Und woher kommt deine Leidenschaft für Craft Beer? Also es wird ja nicht nur der Artikel gewesen sein, oder? Nee, das war nicht nur der Artikel. Also meine persönliche, ich bin irgendwann in ein Dorf gezogen, das nennt sich Grönwold. Und da gibt es eine kleine Brauerei. Ja. Und die nennt sich Grönwolder. Die nennt sich auch Grönwolder, genau. Mhm. Und bei Thorsten Schumacher, der macht den Laden ja da, bei dem habe ich einen Braukurs mal gemacht. Und da habe ich mir so überlegt, Mensch, eigentlich müsste man noch mit diesen kleinen Brauereien viel mehr machen. Ne? Und ich mache ja schon ein paar Jahre länger Gastronomie, also so seit 98, und habe mich im Prinzip lange Jahre überhaupt gar nicht so mit der ganzen Biervielfalt auseinandergesetzt, muss man ehrlich sein. Ne? Also da gab es Astra, Becks und dann wir waren schon ganz weit vorne, weil wir einen Augustiner schon 1999 aus der Flasche hatten. Oder ein Rothaus-Tannenzäpfle, ja, aber eigentlich nur helle Lager, Pilsener. Welcher Laden war das? Das war das Bedford und das BP1 hier im Schanzenviertel. Gegenüber auf der Ecke. Ja, genau. Da habe ich tatsächlich das erste Ratsherrn Zwickel vom Fass getrunken. Ja, siehst du. Und keine Ahnung, die ich hatte, war ich kurz davor hinzugehen zu sagen, dass das unterkarbonisiert ist. Alles klar. Endlich hast du das mal gesagt. Und ja genau, hättest du es mal gemacht, ne? Dann hätten wir vielleicht die Kohlensäure ein bisschen hochdrehen können. Und so mussten die ganzen anderen armen Schweine auch. Ja, aber mittlerweile weiß ich ja, dass Zwickel irgendwie, dass das ja gerne mal nicht so stark karbonisiert ist. So, insofern hatte ich einfach keine Ahnung damals. So. Ja, genau. Also das hatten wir, in den Läden hatten wir, glaube ich, die letzten 2 Jahre. Also ich habe den 2014 habe ich den aufgeben müssen, die beiden Läden. Ja. Und da ich ja 2013 schon hier angefangen hatte, kam Ratsherrn dann relativ schnell auf die Idee, mir dann auch einen Zapfhahn einzubauen. Ja. Und das war auch, muss man sagen, hat sich gelohnt. So, ne? Also ich meine, der Laden hat zwar nicht mehr lange gemacht, aber zumindest für Ratsherrn, also die sind ja auch hier immer noch am Hahn. Ja, ne? Ja. Also auch genau besagtes Zwickel ist hier auch schon. Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Ja, das ist auch schon von Anfang an dabei.
Also es ist der Prototyp und das Zwickel. Hm. Ja. Ja. Das kann ich ehrlich sein. Ja. Erinnerst du dich denn noch, als du das Prototyp oder den Prototyp, das Prototyp hier zum ersten Mal probiert hast? Ja. Also die hatten das nämlich da, die hatten genau auf meinem Treffen da in Finkenwerder, da hatten sie ein Fläschchen auch da. Und da habe ich das erste Mal genossen. Und ich habe es wirklich genossen. Also es ist vom Fleck weg an, kann ich nur sagen, war es ein geiles Bier. Also so dieser absolute Unterschied. Also ich war nicht ganz unbeleckt. Es gab also schon mal Kontakt auch zum Pale Ale. Aber das war schon was Spezielles und Besonderes. Also es hat mir richtig, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Sofort. Ist das als Gastronom aber nicht auch ein Wagnis, so ein Bier an den Hahn zu nehmen? In einer Gegend wie jetzt hier dem Schulterblatt, wo jetzt ja nicht nur bierneugierige, Biervielfalt suchende Menschen durch die Gegend laufen, sondern auch Menschen, die einfach bequem ein Bier trinken möchten. Ja, ich denke schon, dass das irgendwie schon ein Wagnis war. Es gab natürlich dann mit dem alten Mädchen, die kurz vor uns aufgemacht hatten, gab es schon mal so einen Türöffner so für die Szenerie. Aber ich war mir einfach sicher, es war 2013, ja, das war so eine Phase, wo alle doch dachten, hey, Craft Beer, da heißt es Scheiß. Da geht was, so richtig. Ne? Und am Anfang hatten wir hier statt der 12 Hähne, die wir jetzt hier haben, hatten wir nur 6 Hähne. Also das ist ja auch noch überschaubar. Und dann, also ja, uns fehlte, was wir am Anfang habe ich dann, wir hatten Ricklinger Pilz vom Fass. Das ist ja schon sehr speziell, kann man sagen. Ne? Also das ist ja kein normales Pilz. Also da kam oft dann, weil, wie soll man sagen, wir sind ja so ein Hybrid aus normaler Bar und Craft Beer Bar. Ja, ja. Und wenn dann Leute reinkommen, die sagen, sag mal, habt ihr denn auch nicht mal irgendwie normales Pilz? Und du sagst, wieso? Und da ist doch, wir haben noch einen Pilz. Und dann trinken sie das Ricklinger und das empfinden sie halt als nicht normal. Ist so, ne? Das ist so. Und da muss ich sagen, haben wir dann auch so über die Jahre auch ein bisschen korrigiert. Und das Ricklinger hatten wir jetzt lange, lange dran. Ich glaube, das haben wir jetzt erst letztes Jahr, vor 2 Jahren haben wir es, glaube ich, mal vom Hahn genommen. Nehmen das jetzt immer noch gerne mal gelegentlich. Aber so als festes Bier haben wir es dann irgendwann abgelöst. Aber wir haben es lange durchgezogen. Mhm. Ne? Aber es kamen dann schon auch schlichtere und trinkbare Biere. Also jetzt haben wir zum Beispiel auch mal oder auch regelmäßig einen Pilsener Urquell am Hahn. Ja. Und es wird, man muss es gestehen, dankbar abgenommen von den Leuten. Also gerade von denen, die bei uns am Tresen kommen und sagen, 2 Bier. Ja, also kennen viele andere Craft Beer Bars auch, dass Leute kommen und sagen, 2 Bier. Und wir haben uns angewöhnt, dann entweder ein Pilz oder ein Helles auszuschenken, ja. Also entweder vielleicht ein Bayreuther Hell oder ein Pilsener Urquell, machen dann immer das Zeichen, ein großes Bier. Ja, also mit den beiden Händen, die auseinandergehen und Leute trinken dann tatsächlich meistens ein großes Bier. Aber damit ist die Story, die auch auf der Homepage steht bei euch, wir haben eigentlich nur Biere von inhabergeführten Brauereien natürlich nicht mehr so ganz hundertprozentig wahr, ne? Weil ich meine, Pilsener Urquell gehört ja zu einem japanischen Bierkonzern inzwischen. Inzwischen, genau. Ja, ja, das ist richtig. Und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so das, was am Ende so mega und 100% wichtig ist. Also ich bin riesen Fan davon, lokale oder auch kleinere Brauereien zu unterstützen oder die Biervielfalt insgesamt zu unterstützen. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Verfechter, alles zu verdammen, nur weil es ein bisschen größer ist. Und wenn mir das Bier schmeckt, wenn mir die Leute, die es vertreiben, gefallen, wenn die Politik, die hinter dieser Marke steht, nicht mir völlig oder unserem Naturell hier völlig widerspricht, dann verkaufe ich das ehrlich gesagt mit dem reinsten Gewissen. Das ist, glaube ich, weise für einen Laden, der ein Hybrid ist aus Craft Beer Bar und normaler Bar. Du möchtest kein Missionar werden, möchtest du damit sagen? Nein, ich möchte gerne, man muss auch sagen, der Laden liegt natürlich an einer Stelle der Stadt, wo der ist am Wochenende, am Freitag und Samstag,
wo wir ungefähr 80% unserer Umsätze machen oder mehr, fast sogar ein bisschen mehr, ist es so, dass hier auch ganz viele verschiedene andere Menschen reinkommen, die überhaupt gar keine Ahnung von Craft-Bieren haben. Und wenn man die dann nur mit irgendwelchen Wahnsinnssuden peinigt, ist das ja auch nicht ganz das, was die Leute brauchen. Also es kommen auch Leute hin, die hier Fußball gucken bei uns. Und wenn ich denen dann, keine Ahnung, Barleywein einschenke, glaube ich, sind die verwirrt. Ne? Ist das Spiel nach der ersten Halbzeit verwirrt vorbei. Verwirrt bis verärgert vermutlich. Genau, dann ist es gelaufen. Aber also, jetzt, du machst das ja, ne, wie wir jetzt feststellen, seit fast 10 Jahren und ziehst das auch durch mit dem Craft Beer und hast es ja sogar erweitert. Ja. Das muss ich ja irgendwie rechnen. Also so wie ist das Verhältnis zu, ich sag jetzt mal, Standardbieren und Craft-Bieren? Also erstmal würde ich sagen, unser Alleinstellungsmerkmal ist halt Fassbier. Ja. Und die Sortenvielfalt, die macht es am Ende, macht es die aus, dass ich davon überzeugt bin, dass noch viel mehr Menschen gerne zu uns in den Laden kommen. Und das ist ein Grund für die Leute, zu uns zu kommen. Mhm. Und demzufolge ist das eine politische Entscheidung, wenn man es so will. Wir wollen das. Ich möchte das gerne. Ja, ich möchte mit Craft Beer arbeiten und ich möchte mit diesen kleinen alternativen Brauereien gerne zusammenarbeiten. Ob sich das jetzt am Ende wirklich finanziell für jedes einzelne Fass und jede einzelne Brauerei, die wir hier am Hahn haben, ob sich das für uns lohnt oder auch für die Brauerei vielleicht lohnt, wir nehmen ja oft kleine Mengen nur ab. Hm. Das ist durchaus fraglich. Was euch auch noch auszeichnet, ist, ihr habt eigentlich fast immer auf. Das muss man auch mal sagen, wenn man nämlich so als Craft-Beer-Fan auch in Hamburg irgendwie an einem Montag zum Beispiel denkt, ich hätte heute mal Bock, irgendwie was vom Hahn zu trinken, dann wird schon dünn. Ja, definitiv. Also das muss natürlich eigentlich klare Firmenpolitik sein, dass man... Also meine Einstellung dazu ist, ich zahle auch jeden Tag Miete, also soll auch der Laden jeden Tag auf sein. Das ist eine vernünftige Einstellung, ja. Irgendwie muss man es auch schaffen, den Laden auch an Tagen wie Sonntagen oder Montagen voll zu bekommen. Ja. Nicht, kann ich natürlich verstehen, wenn man vielleicht nicht in der perfekten Lauflage ist, in Stadtteilen, wo vielleicht nicht ganz so viel los ist. Ich sitze da vielleicht auf dem hohen Ross hier mitten im Schanzenviertel. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Nun hast du ja auch nicht nur ein Herz für die Biervielfalt, sondern auch für die, was ja eigentlich auch Biervielfalt ist, für die Hobbybrauenden. Die kommen hier ja auch mal gerne unter bei dir, oder? Ja, die kommen wirklich sehr gerne. Also die kommen ja mindestens ein oder zweimal im Jahr, dass wir die hinten im Hinterhof positionieren und wir dann unsere Brauerstammtische machen. Und also gern gesehene Gäste sind dann die Hobbybrauer. Also das sind... Ja, mittlerweile auch echte Freunde zum Teil. Und ich genieße es auch immer sehr, wenn der eine oder andere von den Hobbybrauern, wo man immer schon dachte, wow, man, die sind einfach auch zu gut, um nur zu Hause zu brauen, dann irgendwann ihre eigene Brauerei oder beziehungsweise es zumindest das Bierbrauen professionell auch ausüben. Ne? Mhm. Das ist schön zu sehen, wenn keine Ahnung, mal Brauereien wie jetzt, ob es Locksmith oder Cool Cats in Town. Die du heute sogar am Hahn hast, wie ich gesehen habe. Die ich heute beide am Hahn habe, wo wir übrigens, ich darf es kurz sagen, am 29. April einen kleinen Brauerstammtisch machen mit diesen beiden hervorragenden Brauereien. Ach cool, ja, super. Und das ist, finde ich, dann immer noch so ein Geschenk. Das ist, oder ich mag das auch immer gerne, weißt du, wenn Mitarbeiter von mir irgendwann ihre eigenen Läden machen. Mhm. Und so habe ich bei denen auch das Gefühl, wenn man denen mal die Plattform geboten hat, hier sich zu exponieren und die dann irgendwann wirklich ihre eigenen Sude produzieren, das gefällt mir immer dann besonders gut. Super, ja. Und zieht wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Publikum dann hier rein, oder? Ja, ich mag das. Natürlich finde ich das als Fan der Craft-Biere und dieser Sortenvielfalt. Ich liebe es, wenn die Leute extra kommen dafür. Hm. Also wir hatten jetzt am Wochenende einen Brauerstammtisch mit Meisel and Friends, mit Fiete von Wildwuchs, sitzt jetzt übrigens auf der anderen Seite, und mit Buddelschip und mit Two Chefs aus Amsterdam. Ja. Und es war rappelvoll und die Leute haben alle diese Lust gehabt, die Sachen zu probieren, ne?
Also ich habe schon, die Meisel and Friends hatten ein Bier dabei. Das muss ich einmal kurz separat loben. Das war das Bockwill. Das haben sie zusammen mit der Figueroa. Das ist ganz Brewing. Neu, ne? Ganz neu. Das haben sie neu. Uns geschickt. Wir haben es noch nicht. Es liegt wahrscheinlich noch im Studio rum. Ich muss Alter, es rausholen. Trink es mal. Ich habe Michael König gesagt, damit möchte ich einbalsamiert werden. Wirklich. Weil es einfach. Es haut einen so um. Es ist wirklich ein so fantastisches Bier. Ne? Also es hat mit. Ob es jetzt mit Bockbier wirklich. Also, schmeckt nicht wie ein normaler Maibock oder so. Ja, ne? Aber es ist stimmt, einfach, es ist der Maibock eigentlich. Ne? Ja, es ist der, aber es hat diese Süße und wirklich, also es war alle, die das getrunken haben da oben, die sind schier vor Begeisterung umgefallen. Ich fahre nachher ins Studio und gucke, ob das Paket da ist. Wir haben es auch noch hier, aber jetzt im Moment gerade nicht am Hahn. Also ja, heute haben wir erstmal das West Coast IPA, müssen wir erstmal austrinken. Hätte alles klar. Gesagt, ne? Von Meisel. Oh, wie praktisch für dich, dass die Leute extra kommen, aber dass die auch zu dir kommen und so tolle Biere mitnehmen, oder? Ja, es ist ein Traum. Die eine oder andere ist, glaube ich, jetzt neidisch. Mit Recht. Mit absoluter Berechtigung. Also ich werde natürlich sehr häufig bemustert, auch mit Bieren. Ne? Und ich hatte also... Gib zu, deshalb machst du das Ganze. Das ist absolut korrekt. Ja, genau. Also meine Frau fand das manchmal immer gar nicht so witzig, wenn ich dann, keine Ahnung, 30... oder mehr verschiedene Biere von irgendwelchen Brauereien bei mir oder bei uns im Kühlschrank hatte. Wir haben ein paar Kinder ja auch noch da. Und wenn der halbe Kühlschrank belegt ist mit irgendwelchen Bieren, das mittlerweile habe ich das geändert und habe mir einen eigenen Kühlschrank zugelegt. Also die Bemusterungen finden immer noch statt, ne? Weil es ist natürlich, gibt ja gar nicht vielleicht so viele Craft-Bier-Schenken, die vielleicht auch eine relevante Menge abverkaufen. So, ne? Ja. Das muss man ja sagen. Wir geben uns alle Mühe und nehmen zwar manchmal auch nur fassweise ab von manchen Brauereien, aber selbst das ist ja für manche schon echt, das ist ja einfach schon viel wert, wenn man stattfindet einfach. Ne? Absolut. Und es ist auch wirklich ein Laden, wo man eben, wie wir auch schon im Gespräch jetzt hier feststellen, auch sehr gut hingehen kann, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die keinen Bock auf Craft Beer haben. Die können dann halt eben Pilsener Urquell oder ein Helles oder so trinken. Dankbar. Und man selber kann sich irgendwie was Schönes bestellen. Das ist gut, das hat man ja sonst oft nicht. Dann sitzen die halt eben, genau wie du sagst, da und denken, hier gibt's nichts für mich, die haben nichts. Ja, und also wenn man ja auch ehrlich ist, es gibt ja auch schon wieder so einen Trend, der hingeht zu den etwas schlichteren oder einfach trinkbareren Bieren. Ne? Ja, ja. Die Drinkability. Helles. Ja. Helles, Lager überhaupt. Ist ja, ja so, genau. Ne? Ja. Ja, also und das muss man den Leuten, man muss ihnen das schon bieten. Ne? Also man, du brauchst das schlichte Bier. Wenn du, aber natürlich braucht man auch den richtig heißen Scheiß, ne? Also den möchte ich auch immer am Hahn haben. Ja. Und ich möchte auch mit, man, am liebsten würde ich jedem einzelnen Brauer, den ich gerne habe, sein Bier abkaufen. Aber ob das dann am Ende noch als geschäftstüchtig bezeichnet werden könnte, das ist, steht dann zur Debatte. Also ich befürchte, das geht halt immer nicht. Ne? Ja, ja. Also alle möchten gerne und natürlich klingelt das Telefon ab und zu und dann hat hier noch einer ein Fässchen über und da noch einmal. Und schaut großäugig. Ja, natürlich. Ja, und ich würde wirklich gerne. Ne? Ja, du hast gelernt, Nein zu sagen. Ich musste das irgendwann lernen. Also wir haben ja immer 7 feste Biere am Hahn. Und ich finde das auch, das ist eine gute Menge an festen Bieren. Und das sind halt auch die Biere, die wollen die Leute halt auch haben. Die wollen ja einen Wiedererkennungswert haben. Die wollen halt einfach auch wissen, das Bier, was ich gerne trinke, ist da. Ja. Also ich zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal wieder zum Prototyp kommen, habe Freunde, die nur deshalb hier in diesen Laden kommen. Ja. Das ist so. Die haben einfach Bock auf dieses Bier. Und deshalb sind sie da. Und das gibt halt andere Biere, die ich immer am Hahn habe. Es ist das schlichte Pale Ale von Meisel, was wir immer haben. Da haben die Leute einfach Bock drauf. Ja. Und das sehe ich ja auch, was wir da im Jahr von absetzen. Das möchte ich auch so haben. Und die anderen, ja, 7 Hähne oder was sind es dann? Noch 5 Hähne, ne? Also ich kann da gar nicht mehr rechnen. Also ja, die, mit denen kann man natürlich dann das volle Brett an allem spielen, ne? An lokalen Brauereien. Das finde ich immer extrem wichtig, ne? Dass also mindestens immer 2 bis 3 lokale Biere nochmal extra dran sind am Hahn. Ja. Ja. Das finde ich einen schönen Punkt, weil
am Ende geht es ja auch darum, die lokale Brauwirtschaft zu stärken. Wir haben ja das große Glück, dass wir hier eine gute haben, wobei die natürlich auch gerade schweren Zeiten gegenübersteht. Du hast gerade eben gesagt, 2013, da haben noch alle gedacht, das geht jetzt voll ab. Ja. Das klang so, als würde man das jetzt nicht mehr denken. Ja, also man ist natürlich ein kleines bisschen desillusionierter, das muss man einfach schon so sagen, ne? Weil so der ganz große Hype, der in anderen Ländern einfach vonstatten geht, guck einfach ins Ausland, guck nach England, guck nach Dänemark, ja, da wo ich regelmäßig hinfahre, das ist eine andere Liga, auch in Osteuropa, in Polen, ne? Also das ist verrückt. Und dass die Deutschen irgendwie immer noch nicht so 100% auf diesen Zug aufgesprungen sind, das tut mir einfach weh. So, ne? Für manche Brauereien, die sich da ganz andere Dinge von versprochen haben, ne? Ganz andere Abverkäufe versprochen haben davon. Und wir merken das auch. Ja, na klar, merken wir das. Ne? Also das ist natürlich, in der Woche haben wir einen stärkeren Verkauf von Craft-Bieren insgesamt. Da haben wir auch mehr Zeit zu beraten. Ja, wenn natürlich die Bude am Freitag und Samstag hier aus allen Nähten platzt, dann hast du nicht wirklich die Zeit, den Leuten zu erklären, was die Brauerei jetzt damit meinte. Deshalb, wir haben immer eine Tablist, wo es draufsteht. Aber der wichtige Faktor beim Craft Beer ist natürlich die Beratung. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was nie wirklich ernsthaft stattgefunden hat, weil das Craft Beer ja gleich in den Einzelhandel drängelte, statt sich über die Gastronomie zu positionieren. Und das ist, glaube ich, für die Brauereien, das war nicht so besonders gut. Also Leute kaufen sich dann irgendwelche Biere, von denen sie keine Ahnung haben, was sie da konsumieren, und sagen dann hinterher, das war ja komisch, das trinke ich nie wieder. Weil sie vielleicht was Schlichtes haben wollten. Und ja. Plötzlich, oder das Bier stand da schon länger. Und das kommt und das, ja nun das auch dann das öfter nächste vor, Problem, wie wir wissen. Ja. Bei dir merkt man ja, du hast ja aber auch Bock auf das Thema. Nun gibt es ja auch viele Gastronomen, die gehen das Thema vielleicht anders an und die sagen sich so, ich habe hier, es sind ja keine schlechten Biere, die wir ansonsten hier haben, ja, so eine große Brauerei, die laufen ja auch, ja, das ist ja kein Dreck, den man da verkauft, damit kann man ja durchaus gut über die Runden kommen, weil du gesagt hast, die Craft-Beer-Leute versuchten, über den Einzelhandel sozusagen reinzukommen. Aber über die Gastronomie reinzukommen, ist ja auch schwierig, weil es gibt, glaube ich, also meine Erfahrung, vielleicht sagst du jetzt, nee, die Gastronomen sind ganz anders, aber so wild auf das Thema waren die ja gar nicht, oder? Nein, Gastronomen sind, wenn ich jetzt sage, das sind faule Leute, ist das voll gemein, ne? Aber erstmal würde ich mal sagen, es ist besser, wenn du das sagst, als wenn ich das sage. Ja, aber ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Die sind manchmal vielleicht ein bisschen festgefahren so in dem, was sie halt schon immer gemacht haben, und manchmal interessieren die sich gar nicht so für Innovationen, weil sie sagen, ey, das war schon immer gut und das bleibt auch irgendwie gut. Problem ist natürlich auch, dass auf viele Läden einfach Bierlieferverträge laufen und Gastronomen sich oft darüber finanzieren. Ja, also klar. Das heißt, du holst dir Geld von irgendeiner großen Brauerei und verballerst dann deren Bier. So sieht das aus. Ne? Und wenn du, dann darfst du vielleicht noch von denen, kriegst du die Erlaubnis, da darfst du noch so zwei, drei, vier andere Biere reinstellen. Aber du weißt ja genau die Mengen, die du verkaufen musst, damit das mit denen auch keinen Stunk gibt. Ne? Und das ist natürlich einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Stimmt. Also das heißt, man kann sich natürlich finanzieren lassen von einer Brauerei, legitim, aber man muss zumindest noch darüber hinaus eine geile Bandbreite von anderen Bieren haben dürfen. So, das steht ja schon mal fest. Das heißt aber, diese Location hier sozusagen, die hatte keinen Brauereivertrag, weil sie halt vorher keine Gastronomie war wahrscheinlich, ne? Ja, doch, die hatte einen Brauereivertrag. Okay. Aber, und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen hässlich, weil wir haben ja noch einen Club hinten. Ja. Und dieser Clubbereich, der ist halt sozusagen gepflastert mit Bieren, über die wir hier in diesem Podcast besser nicht sprechen sollten. Okay. Ja, aber das musste ich sozusagen, das musste ich machen. Mhm. Das war der bittere Drop, den ich da lutschen musste, um den Bereich Galopper des Jahres frei zu bekommen von dem Gesamtbrauereivertrag. Den haben wir dann sozusagen hinten im Club abgearbeitet. Ah, okay, und alles klar. Das war der Deal. Ja, und der ist jetzt abgehakt, der Deal. Also okay. Man könnte theoretisch jetzt auch im Club hinten
Aber das ist halt, also man muss auch sagen, dass das Geschäft zwischen Club und Bar ist natürlich schon immer noch eine andere Liga. Ne? Ja, klar, logisch. Ja, also, genau. Ich glaube, es wäre auch schwierig, hier vorne diese Biere konkurrieren laufen zu lassen, wenn du da jetzt so ein gutes, keine Ahnung, Pils da im Club hast und das hier gleichzeitig laufen lässt, entscheiden sich die Leute im Zweifel immer nach Preis, oder? Ja, also das ist natürlich, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also der Preis, die preisgünstigsten Biere werden immer am meisten getrunken. Ist so, ne? Es ist schlimm, aber es ist wahr. Ja. Schlicht und ergreifend. Und was natürlich noch dazu kommt, wir haben hinten im Club haben wir keine Zapfanlage. Ja. Also wenn wir da hinten zum Beispiel Konzerte haben oder Fußballveranstaltungen haben, dann kommen die Leute doch ganz gerne nach vorne und holen sich Fassbier. Ja, okay. Und das aber ist ja auch legitim, das sollen sie ja auch. Ja, ne? Klar. Und das finde ich ehrlich gesagt immer schön zu sehen. Ne? Also, weil ich muss gestehen, ich trinke immer lieber ein gutes Fassbier als eine Flasche. Wirklich? Ja, definitiv. Fass schlägt immer die Flasche? Für mich schlägt das Fass immer die Flasche. Also Mann, so ein schönes Fassbier mit einer schönen Schaumkrone, frisch gezapft. Das hat schon was, ne? Das hat doch was. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir wieder frisch nachlegen hier. Schön, schön. Okay, das heißt, du bleibst bei dieser Strategie. Es wird hier weiterhin schöne, ausgesuchte Biere geben im Galopper. Ja, davon gehe ich fest aus. Und natürlich auch weiter das Prototyp. Das ist also, solange ich den Laden mache, bleibt das Prototyp auch hier. Lieber Oliver Wesselow und liebe Julia Wesselow, habt ihr beide das gehört? Ja. Der Onkel des Bieres hat das gesagt. Der Onkel findet dieses Bier selber super. Und bei mir ist das manchmal, weißt du, irgendwie geht das, fragen mich die Leute immer, warum hast du denn jetzt genau dieses Bier fest am Hahn? Manchmal ist das ja auch eine gewisse Affinität, die man zu den Brauern hat. Ja, und bei mir ist die Affinität zu Olli und zu Fiete, man muss ich einfach so sagen, die kenne ich am längsten und mit denen habe ich immer viel Freude. Mit denen kann man viele Sachen auch machen. Und daher, das ist schon auch eine persönliche Vorliebe. Das ist gar keine. Es ist aber auch einfach ein sehr, sehr gutes Bier. Das Prototyp, muss man einfach sagen. Ja, genau, das war es ja auch noch. Das darf man dabei. Ja. Nein, das ist ein richtig gutes Bier. Ja. Also das steht außer Frage, aber ich glaube, dass ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn noch viel mehr Gastronomen das für sich entdecken würden. Ja. Und auch Konsumenten vor allem es für sich entdecken würden. Ist, glaube ich, so vom Denken her, so IPA haben sich viele Leute dran gewöhnt, IPL denken vielleicht viele nochmal nach, wie sie das finden. Finden sie das gut? Aber das macht ja eigentlich gerade den Reiz aus, dieses etwas schlankere. Das macht es wahnsinnig trinkbar. Genau. Ja. Das ist so schon schön. Ja, mega. Also wirklich mega Bier. Ja. Also das und vor allem ist ja auch eines der wenigen, mit dem man wirklich auch einen halben Liter trinken kann, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit einbalsamieren lassen möchte, wie du ja mit anderen Bieren. Aber drin baden eventuell. Auf jeden Fall könnte ich davon mehr als ein Glas trinken. Das ist richtig. Nein, das ist schon ein richtig, richtig, richtig gutes Bier. Ja. Ich möchte noch einmal kurz für die vielleicht schändlicherweise noch nicht hier waren, vielleicht auch, weil sie gar nicht aus Hamburg kommen, dieser Brauerstammtisch, den du hier machst. Mhm. Was ist das genau für ein Konzept? Trifft man da die Brauer? Der nächste findet ja statt Ende April. Du hast es angeteasert. Ja. Wie ist der konzeptioniert? Lohnt sich die Anreise gegebenenfalls dafür? Also die Anreise lohnt sich auf jeden Fall. Weil es geht darum, dass man halt Brauereien einfach eine Möglichkeit zur Verfügung stellt oder eine Plattform bietet, ihre neuesten Biere dazu zu präsentieren. Und ob wir das nun im Laden machen oder draußen im Hinterhof machen, ich finde immer so diese Mischung des Konzeptes, das heißt einerseits Biere präsentieren, Brauereien präsentieren, aber das kombiniert mit vielleicht einer Kleinigkeit zu essen, also oft haben wir dann Tacos mit dazu, das kombiniert mit guter Musik, dann haben wir nämlich noch einen Live-DJ draußen. Hinterher gibt es dann bei uns im Jolly Jumper noch einen DJ, den ich handverlesen für diese Veranstaltung dann immer noch aussuche. Damit darf der zu Hause vorspielen oder wie sieht das aus, wenn du jemanden handverlesen kuratierst? Ich kenne doch ganz viele DJs
Und die, die halt die Musik spielen, auf die ich am meisten stehe, die hole ich bei diesen Veranstaltungen dann hinten in den Laden. Du machst sie für dich selber, das ist super. Ey, ich meine, und das ist doch die beste Idee, die man haben kann. Also, weil ich weiß ja eigentlich genau, wie ich es gerne mag, und ich bin sicher, dass wenn ich das mag, dann mögen das vielleicht auch ein paar andere Leute. Das stimmt. Und das würde ich, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Konzeption, finde ich, die mehr Gastronomen machen sollten, das, was sie wirklich selber lieben, auch den Leuten nahe zu bringen. Ja. Und nur so kann es eigentlich auch dauerhaft funktionieren. Das stimmt. Kann man sich als Brauer dann bei dir bewerben, um bei so einem Brauerstammtisch mitzumachen? Ja, unbedingt. Also wir waren jetzt zum Beispiel gerade auf Schloss Rohrmuth. Ich habe da sehr viele angehende Brauereibesitzer kennengelernt. Das habe ich übrigens gehört, dass du da warst. Oder wurde mir von meinem Freund Olli Eberhard hat mir gar nicht mehr erzählt, dass er dich da getroffen hat. Genau. Korrekt, also ja, der macht ja den Film. Liebe Leute, guckt da mal rein. Ja. Und Oliver Eberhard gemacht. Ja. Von der Filmdüne haben wir da auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel gespielt. Ja, unbedingt, das hat er sich verdient. Angetrieben. Ja. Ja, also da sind auf jeden Fall zukünftige BrauereiinhaberInnen, mehr Inhaber, muss man jetzt leider sagen, bei der Veranstaltung. Aber kann man sich bei dir bewerben und sagen, hier, da möchte ich mal mitmachen, oder wie läuft das? Ja, unbedingt. Klar. Also man schickt Bier? Du findest einen Platz im Kühlschrank? Ach, oder? Da kann man mich einfach anschreiben. Mhm. Also einfach mal auf die Website gucken und dann findet man meine Mailadresse. Über die kann man einfach mal galopper73.de, ganz schlicht, ja, und da kann man mich dann einfach anschreiben. Ja, und dann kann man sich bewerben dafür. Also meistens muss ich gestehen, rufe ich bei Brauereien an und frage die, ob die nicht mal wieder Bock haben mitzumachen. Mhm. Weil da hat man ja auch wieder seine Vorlieben, ja, wo ich dann so denke, boah, jetzt hätte ich mal richtig Bock wieder auf die Brauerei, mit denen habe ich lange nichts gemacht. Und manchmal haben die auch Themen, so meine Brauerstammtische. Das heißt dann zum Beispiel Berlin trifft Hamburg oder nur Berliner Brauereien. Oder ich konzipiere das so, dass das eine große Brauerei wie zum Beispiel Meisel dann zusammen ist mit einer holländischen kleineren Brauerei, nämlich Two Chefs, ja, und zwei lokalen Hamburger Brauereien. Das muss stimmig sein, so dieses Konzept. Super. Wenn jetzt am 29. Locksmith und Cool Cats in Town da sind, dann heißt es natürlich, wir präsentieren nur lokale, frische Brauereien. Dann plane ich zum Beispiel auch noch im Pfingstsonntag, möchte ich wieder einen Brauerstammtisch machen, da plane ich nur mit Ruhrgebietsbrauereien zum Beispiel mal was zu machen. Wer kommt da, also, weißt du schon? Also ich hab heute mit einem Kumpel aus Dortmund telefoniert und wer jetzt, ich hoffe, also der schickte mir die Nummer vom Brauwolf. Ja. Mit dem habe ich aber bisher noch nicht telefoniert. Der weiß bisher noch nichts von seinem Glück. Ja. Sehr gut. Wollen wir hoffen, dass es klappt. Ja, oder ich wahnsinnig gerne auch mit Mücke zum Beispiel. Ja. Aber der weiß jetzt auch noch, Dennis Fall weiß auch noch nichts von seinem Glück. Der ist auch schon richtig lange dabei. Ja, ne? Die machen das auch schon lange und auch so gut einfach. Es gibt da auch so viele geile Typen und Typinnen, die da einfach wirklich Biere machen und mit so viel Inbrunst und Liebe. Ich würde sie am liebsten alle in den Arm nehmen und uns hier ständig am Hahn haben. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Wir verlinken den Termin für den nächsten Brauerstammtisch auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, vielen Dank. Und Stefan, möchtest du die grandiose letzte Frage stellen? Ja, wir haben ja immer als Schlussfrage die Frage nach dem Bier für die einsame Insel. Das Desert Island Bier. Ne? Du sitzt auf der einsamen Insel, es ist warm und es ist immer da, es ist immer kalt da, es ist immer frisch. Was wäre dein Bier für die einsame Insel? Ob die Insel warm oder kalt ist, das haben wir bisher immer offen. Ja, das stimmt. Entschuldige, dass ich nicht da bin. Das ist nämlich bei mir gar nicht vielleicht möchtest du ja gerne auf eine kalte Insel. Also meine Frau würde definitiv auf eine kalte Insel, aber ich kann jetzt sagen, das liegt mir eigentlich insgesamt weniger. Also es könnte schon eine warme Insel sein. Also ich meine, was soll man jetzt eigentlich sagen? Ich meine, es geht ja um 10 Jahre Prototyp. Ne? Ja, komm. Also, aber wenn ich vorhin schon sage, ich hätte mich am liebsten mit dem Bockwill von Meisel and Friends einbalsamiert, dann muss ich sagen, man, es ist doch immer irgendwie ein anderes Bier, ne, mit dem man sich am liebsten gerade übergießen möchte. Ja, das stimmt. Es war jetzt am letzten Samstag, war es das Bockwill. Aber das hat natürlich auch 7,3 Volumenprozent Alkohol. Ne? Also, das ist eher für eine kalte Insel. Ne? Das ist dann für die kältere Insel. Also komm, lass uns den Prototyp mitnehmen, oder? Ja, super. Hm. Gerrit, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Macht es gut. Ja, wir haben uns fest vorgenommen, wieder öfter in den Galopper zu gehen. Was sagen wir zu dem Bier, mit dem er sich einbalsamieren lassen möchte?
Das finden wir sehr gut, das Bier. Und zwar ist es das Bockville von Meisel und Friends. Das habt ihr ja schon gerade in dem Podcast gehört. Ein heller Maibock, den die Meisels zusammen mit der kalifornischen Figueroa Brauerei gebraut haben. Und der halt ja auch ordentlich Hopfen gestopft ist und auch ein ganz tolles Aroma hat. Ich würde den in der Blindverkostung niemals als hellen Bock erkennen. Nee. Weil der ist schon, der hat diese Süße, wie Gerrit schon beschrieben hat, und diese Tropenfrucht, die hast du gleich in der Nase. Es ist ein nicht ganz glatt, feines Bier. Wir haben festgestellt, mit einem nicht sehr stabilen Schaum, um genau. Hier auch mal unsere Bier-Sommelier-Ausbildung zu zelebrieren. Strohgelb. Und vor allen Dingen sehr fruchtig im Antrunk. Und kommt dann zum Schluss mit so einer smarten, ganz leichten, ja, mit so einem herben Finish. Aber auch irgendwie halt schon ein starker Körper und auch ein bisschen süß, ne? Absolut. Das ist das, was so ein Bock dann mit da reinbringt. Ja. Aber es ist wirklich ein sehr untypischer Bock. Ja, aber ganz tolle Fruchtigkeit wirklich. Also kann mir schon vorstellen, dass man sich in dieses Bier verlieben kann. Definitiv, ich trinke es total gerne gerade. Mhm. Es hat 7,5, insofern finde ich das ganz 7,5%. Ich bin ganz froh, dass wir uns das teilen. So, ja. Das ist so ein Bier, das kann man sich wirklich sehr gut teilen. Ist auch recht gehaltvoll. Ich glaube schon, dass man davon eine Flasche auch locker so wegtrinken kann, weil es gut schmeckt. Aber das ist dann, glaube ich, auch für so 3 Biere, das wäre es mir jetzt, glaube ich, zu viel. Für so einen ganzen Abend oder so. Aber ist wirklich ein besonderes, schönes Bier. Vielen Dank an Meisel & Friends, dass sie uns das haben zukommen lassen als Bemusterung. Ja, als Probierexemplar. Auch wir freuen uns darüber, so wie Gerrit sich auch darüber freut. Genau. Okay, ein paar Termine habt ihr ja gerade eben schon gehört in dem Podcast, unter anderem den Brauerstammtisch am 29.04. mit Locksmith Brewing und Cool Cats in Town. Schöne Grüße an die beiden Jungs, sind wirklich tolle Biere, die machen. Ja. Und ich freue mich auch wahnsinnig für Björn, dass es so abgeht mit seinen Cool Cats in Town Bieren, die sind echt toll. Der hat einen Wahnsinnssprung gemacht in den letzten Wochen. Ja, absolut, ganz toll. Wirklich schön. Also wenn ihr an seiner Biere kommen könnt, dann schnappt euch das. Das lohnt sich auf jeden Fall, das zu probieren. Oder ihr fahrt einfach zum Brauerstammtisch am 29.04. Ist bei Locksmith aber genauso. Definitiv. Die sind auch sehr zu empfehlen. Das stimmt. 14.04. 10 Jahre Prototypfeier. Yeah. Und zwar draußen in Sinsdorf. Da muss man jetzt gucken, wie man hinkommt, aber das klappt schon. Vor allem muss man gucken, wie man wieder wegkommt. Ja. Irgendjemand muss da fahren. Auf jeden Fall ist da die Party. 10 Jahre Prototyp Kehrwieder Brauerei Hamburg am 14. April. Näheres könnt ihr auch auf Facebook lesen. Wir haben es aber ansonsten auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge und auf unserer Homepage. Am 26.04. ist die berühmte Blindverkostung, die du auch angesprochen hast in unserem Telefonat mit Mareike. Mareike und Max testen Biere blind und ordnen die Bierstile zu. Das ist super spannend. Wobei die, glaube ich, manchmal nicht nur die Bierstile zuordnen, sondern auch genau sagen, welches Bier es ist. Also ich habe das einmal online geguckt damals und da hat Max irgendwie so ein klassisches Altbier oder so wirklich genau gesagt, das ist das sonst was alt, und er hatte recht. Es war sehr beeindruckend. Das ist auch immer beeindruckend. Manchmal liegen sie auch daneben. Ja, ja, ja. Denn jeder von euch da draußen, der das schon mal probiert hat, diese Sache mit der Blindverkostung, weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist. Und insofern habe ich da wirklich immer Respekt, wie oft die denn doch richtig liegen. Ja. Ich glaube, dass das dieses Mal auch ein Teil, also dass es eine Hybridveranstaltung ist, dass das auch online. Ja, ja, es ist online, man kann es vor Ort und man kann es online auch machen. Genau, genau, richtig. Ja. Am 26.04. und einen Tag vor, ihr habt es gehört, ist die Lesung im Überquell mit besonderen Gästen am Hahn und besonderem Gast vor Ort. Das ist Mareike und die wird ihr Buch Bier unser vorstellen. Ja, ich denke, damit sind wir durch für diese Sonderfolge. Die reguläre Folge erscheint am Freitag, dem 31. März 2023, zu deiner Wunschzeit 9 Uhr. Ja. Und du hast recht, damit erkläre ich diese Folge für beendet. Tschüss. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins.